Und der nächste Pfiff von Hameter, der regt sich da über die Reklamationen der Wiener Spieler immer mehr auf. Das war gerade ein cooler Moment. Stimmt, ja. Das war cool, wie er aufgehüpft ist. Das taugt ihm, wenn der Schiedsrichter da eine klare Linie fährt, ja. Ja, sie tackeln da schon viel weg, die Wiener Spieler, aber das oftmals auch mit dem Gestreckten und daher die nächste gelbe Karte für Marco Sulzner. Ist dann natürlich dann auch geschuldet der Intensität, die nachlässt. Das heißt, man kommt dann immer wieder vielleicht einen Schritt zu spät, weil man ja auf den Sprint setzt. Ja? Und dann darf man den Gegner natürlich nicht vorbeilassen, weil wir haben angesprochen in der ersten Halbzeit, es ist nicht immer gut abgesichert, das Pressing, wenn sie pressen, die Wiener Spieler. Dementsprechend klar, dass man dann den Gegner nicht vorbeigehen lassen darf und vielleicht ein bisschen mehr Risiko geht im Zweikampf. Dementsprechend passieren auch viele Fouls im Mittelfeld selber bei der Wiener. Jetzt ist er Sulzner klar zu spät gekommen, war auch, denke ich, vertretbare gelbe Karte. Na, da ist der Schiri wieder ganz ruhig. Ja. Hat er mal alles ausgelassen bei der Aktion. Freistoß, Michi Lindl. Und die Möglichkeit und das 1:0 für den GRK. Und diesmal gibt er den Treffer auch. Markus Rusek, der Top-Goalgetter, der Grazer. Saisontor Nummer 5 für den zentralen Mittelfeldspieler. Und endlich darf gejubelt werden in der GRK-Kurve, gefüllt mit dem ersten richtigen Torschuss der Partie. Absolut. Es wurde im Austrian Soccer Board angesprochen in der ersten Halbzeit, darf es denen halt nicht zu viele Standards geben. Vor allem jetzt hat doch Lindl den Standard ausgeführt. Ja. Doch Lindl und nicht Schriebel, obwohl es quasi die gleiche Seite war, wo Schriebel in der ersten Halbzeit gemacht hat. Also nur einen kleinen Gruß raus an Franz Ferdinand. Aber spätestens jetzt kann man dann doch über die Wiener reden, die 77 Minuten klare Dominanz eben in kaum Torchancen umgemünzt hat. Zwei habe ich jetzt im Kopf. Erste Halbzeit Sattel nach dem Standard. Zweite Halbzeit da, wo wir kurz Elfmeter-Alarm auch hatten, wo das Spiel kurz stehen geblieben ist bei dieser Riesenchance. Aber es ist meiner Meinung nach vielleicht dann doch zu wenig offensiv von der Wiener gewesen. Wie schaut die Reaktion der Wiener aus? Das wären natürlich Big Points für die Grazer, wenn das heute mit dem Sieg klappen würde. Auch wenn das spielerisch nicht unbedingt ein Upgrade war zu den letzten Partien. David Peam auf sich alleine gestellt, muss die Partie etwas verlangsamen. Lindl